Einen schönen guten Abend wünsche ich euch wieder. Willkommen zurück zu Herr der Ringe Online. Wir sind immer noch auf Tinodir bzw. in Ivendi und müssen als nächstes zu Leerdan, da wir uns immer noch in den Buchquesten um Buch 10 befinden. Es ist wieder ein neuer Abend, beziehungsweise auch wieder eine neue Woche. Wir öffnen als allererstes wie immer unser silbernes Geschenk am Anfang, kriegen ein Horn der Zusammenkunft, damit kann ich leben. Das Ding ist nicht das Verkehrteste. Und dann wollen wir mal sehen. Gut, ich habe noch ein bisschen Zeit, bevor ich die Post aufmachen muss. Aber das ist ja in diesem Fall heute mal ein bisschen uninteressant, wie immer. Denn wir kümmern uns heute weiter um die Buchquest. Wir sind jetzt bei Buch 10, Kapitel 12, eine Frage des Transports. Und dementsprechend schauen wir einfach mal. Was kann ich für euch tun? Wir müssen zu Golodir, also nehmen wir den Port nach Angmar, um genau zu sein nach Gasforsnir. Und von dort aus können wir dann wieder per Schnellreise zurück, wenn es soweit ist. Ja, also ich bin ganz ehrlich, dieser Markstein ist eine sehr feine Fähigkeit. So, Golodir war, glaube ich, hier im Süden. Nee, das war Leerdans Zimmer. Golodir ist im Norden. Mal schauen, was unser lieber Waldläuferfreund sagt. Was benötigt ihr? Bleibt einen Moment. Und wir müssen wieder zurück zu Leerdan. Das müssen wir dann diesmal mit den Schnellreiserouten machen. Also reiten wir von Gasforsnir aus Richtung... Ja, in welche Richtung denn? Tinodir ist der Endpunkt. Esteldin. Richtung Esteldin und von Esteldin dann wieder nach Tinodir. Und wie ihr sehen könnt, wir haben hier wirklich noch genug Aufgaben vor uns. Was benötigt ihr? Dalalalalala. Wie ihr seht, Esteldin. Schön, wenn das Kribbeln in der Nase einem nachlässt und man sich erstmal ausgenistert. Gut, dass ihr das jetzt nicht mitbekommen habt. Was kann und von Esteldin geht es dann natürlich wieder weiter nach Tinodir. So schnell kommen wir von A nach B. Mal schauen, wie es in unseren Taschen aussieht. Wie immer komplett chaotisch. Und da sind wir auch schon wieder an der Brücke. Diesmal reiten wir aber bis zum Ende durch.
Dann satteln wir wie immer auf. Und dann geht's wieder zu Leerdan in die Festung. Vor allem, wenn man sich das mal so ein bisschen überlegt, was für Strecken wir hier eigentlich in diesem Spiel zurücklegen. Teilweise, um von A nach B zu kommen. Weil ich habe mir jetzt beispielsweise vor ein paar Tagen nochmal die Gefährten angeschaut von Herr der Ringe. Und da wurde beispielsweise gesagt, dass es aus den Trollhöhen bzw. von Bre nach Bruchtal ein Marsch von fast 40 Tagen ist. Und wir rennen da innerhalb von 20 Minuten hin. Ah, eine Nachricht. Na, was hat Lea dann jetzt wieder vor? Na gut, dann sprechen wir jetzt erstmal mit Tadan. Mal gucken, was er sagt. Was kann ich für euch tun? Ihr kommt zu spät. Alles ist gemäß den Wünschen des Regenten von Angmar geschehen. Na toll. Also war das mal wieder ein abgekartetes Spiel. Dann heißt es wohl, dass wir uns nochmal mit Kallenglad treffen müssen. Und dann sehen wir mal weiter, wie wir es weiter anstellen. So, mal sagen, was Kallenglad zu sagen hat. Buch 10, Kapitel 13. Was benötigt Ausführung ihr? Ausführung des Planes. Seid gegrüßt. Gut, das Auge Angmas. Wollen wir uns jetzt darum kümmern? Wie ihr sehen könnt, das ist eine Gefährtin. Wir können es aber alleine machen, weil wir eine Inspiration bekommen. Also wollen wir loslegen. Leerdan, der dem Einfluss Mordrambors erlegen ist, versucht törichterweise Amarthil in Barad Tiron entgegenzutreten, wo sie den Palantir verwenden will, um Narquil zu finden. Die einzige Hoffnung der freien Völker besteht darin, dass ihr der Palantir entrissen wird. Na gut, dann werden wir uns jetzt erstmal in aller Ruhe hier durchkämpfen. Wieder dazu gesagt, früher waren die Jungs alle hier Signatur und Elite. Das war früher eine definitiv 6-Mann-Instanz. Vor allen Dingen, weil es auch noch ein paar kleine Nebenwirkungen hier hatte. Weil man kämpft sich jetzt hier, oder man hat sich hier mit 6 Mann durchgekämpft. Und
im Anschluss zurück. Aber zurück konnte man halt sich nur mit 5 Mann kämpfen. Da es hier Respawn gab und der 5. Mann, beziehungsweise der 6. Mann, eine leichte Behinderung hatte. Dazu aber gleich mehr. Ah, ich bin ein bisschen paranoid. So. Schon mal den ersten Screenshot gemacht. Und jetzt gucken wir mal, dass wir den hier ein bisschen platt schieben. Den Torwächter. Da haut er ab. Aber wie ihr sehen könnt, aufgrund der Tatsache, dass die Mobs hier nur 40 sind, ja, man kämpft sich einfach gemütlich durch. Sagen wir es mal so. Hey, Leddern! Überraschung! Das Leid der Elder kennt keine Grenzen. Na, dann wollen wir mal gucken, was die Geschichte uns weitererzählt. Yep, das dazu. Früher in der Sechsergruppe war das halt so, dass einer den Palantir jetzt trägt, so wie ich. Und dann mussten wir uns halt auch wieder rauskämpfen. Wenn wir dort geblieben wären, wäre das übrigens auch ein Todesurteil gewesen. Weil das Grauen, was dort an diesem Ort dann herrscht, hätte uns dann dahin gerafft. Und wie ihr seht, hier vorne ist auch ein bisschen Respawn, der auf uns wartet, aber den können wir glücklicherweise relativ einfach umgehen. Ein bisschen links, ein bisschen rechts. Und wenn alle Stricke reißen, haben wir hier auch noch unseren kleinen Begleiter. So, wir sind am Ende. Das Auge Angmas. Lange haben die Waldläufer des Nordens die Ruinen von Anuminas bewacht. Als Amarthil kam, bemühten sie sich, sie zu vertreiben und konnten nach einer harten Schlacht den Palantir wiedererlangen. Doch der Preis für den Sieg war schrecklich. Lerdan wurde gefangen genommen und Amarthil sah im Palantir etwas, das sie zu Narquil führen könnte. So, dann wollen wir mal weitersehen. Nach diesem wunderschönen nächsten Kapitelvideo
beziehungsweise Buchvideo. Was kann ich für euch tun? Suchen wir uns wie immer das aus, was am meisten Geld gibt. Beziehungsweise womit wir eigentlich am meisten hätten anfangen können, aber unsere Ausrüstung ist ja glücklicherweise schon relativ gut. Und wir nehmen wie gehabt den Beutel, weil der am meisten wert ist. Oder auch nicht. Wir schmeißen vorher natürlich das weg. So, wir fangen jetzt mit Buch 11, Kapitel 1 an, Straßenwacht. Was benötigt ihr? Ja, jetzt wird es ein bisschen, nennen wir es mal Ebbe-Ebbe. Ab jetzt. Ab jetzt fängt es nämlich an, sich etwas zu ziehen. So, wir müssen mit zwei Waldläufern sprechen, die sich hier in der Nähe verbergen. Und deswegen werden wir jetzt gleich zum Stallmeister gehen und zurückreiten zur Nachtschatten, beziehungsweise nach Nachtschatten. Und von Nachtschatten aus her werden wir dann zu dem Waldläufer reiten und vom Waldläufer aus dann mit dem Mount wieder zum nächsten. Ich grüße euch. So, dass wir sozusagen eine große Tour machen. Wie gesagt, von hier, beziehungsweise von hier mit Schnellreise jetzt dahin, dann hierhin, dann reiten wir zur Hohen Kreuzung zurück und von der Hohen Kreuzung dann einmal querfeldein hier vorne hin. Dann zurück zur Feste Vorrott und dann wieder nach Tinodir. Das ist ja inzwischen hier das Schöne, wir ziehen hier absolut keine Aggro mehr. Aber das ist wie gesagt auch der Nachteil an diesen Büchern. Wir kommen halt wie gesagt jetzt nochmal in Bereiche, wo wir schon mal waren. Also ich kann euch auch sagen, dass wir jetzt die Tage nochmal in die einsamen Lande reiten. Wie komme ich denn jetzt auf Fahren? Na egal. Weil wir da von der Quest aus her hingeschickt werden, wenn ich mich recht erinnere, geht es nochmal hoch auf die Wetterspitze. Wenn ich mich recht erinnere, den Wachturm Amanzul. Und dann sehen wir einfach mal weiter. Was benötigt ihr? So, wir haben mit dem ersten Straßenwächter gesprochen. Vor allem, wenn man mal so ein bisschen bedenkt, woher die Angmarien kommen. Die haben es ja relativ einfach. Beziehungsweise diese Frage ist eigentlich gar nicht geklärt worden, wenn ich mich jetzt so ein bisschen mal dran erinnere. Die Angmarien haben zwar geschafft, Anuminas anzugreifen, aber es ist nicht bekannt, wie sie nach Evendim gekommen sind. Fällt mir jetzt gerade mal so im Nachhinein auf. Eigentlich hätten sie über Vorrochel kommen müssen, weil da oben ist die einzige Route, die nicht bewacht ist. Ein wundervoller Tag, nicht wahr? Weil hätten sie durch die Nordhöhen gemusst, wären sie zwangsläufig an dem Walddorf in Esteldin vorbeigemusst. Deswegen bin ich der Meinung, dass sie über Vorrochel gekommen sind, über den Hohen Pass hier. Und dann hier runter. Aber dann hätten sie eigentlich das ganze Lager vernichten müssen. Aber vielleicht quizt ihr das ja. Oder schreibt mir mal eure Vermutung in den Chat, beziehungsweise in die Kommentare. Was ihr meint, wie die Angmarien nach Evendim gekommen sind. Also ich sage definitiv über Vorrochel.
So, wie ich schon sagte, wir reiten jetzt einmal mal querfeld ein. Und wenn wir dann drüben angekommen sind, sprechen wir mit dem zweiten Wächter, der die Straße nach in die Nordhöhen kontrolliert. Ach, könnt ihr euch noch daran erinnern, wie wir hier abgekotzt haben auf dem Level? Alle paar Ecken haben wir hier die Geister gepult oder die Räuber. Ah, wir haben hier sogar Vasen und Uhren, aber die brauchen wir nun wirklich nicht mehr vom Level her. So, hier oben in der Ruine, bei dem Questgeber waren wir ja bereits einmal, der hat uns ja auch schon mal ein paar Quests gegeben. Und dementsprechend schauen wir einfach mal weiter. Ich grüße euch. Und jetzt müssen wir wieder zurück zu Kalenglad. Und ich bin am festen Überzeugung, die schnellste Route ist über die feste Vorort. Und von der feste Vorort damit Schnellreise zurück nach Tinodir. Wobei, das dürfte sich eigentlich nicht viel nehmen. Außer, dass es uns ein bisschen Geld kostet, aber von letzterem haben wir wirklich mehr als genug. Wir schauen uns nochmal das BDT an. Vor allen Dingen interessiert mich das Scharmützel-BDT, weil hier können wir nämlich mit Augenzwinker mal gucken, welche BDTs wir bzw. welche Instanzen wir bereits besucht haben. Und wir sind ja inzwischen 51 und da sind ja auch einige neue Scharmützel mit hinzugekommen. Mal kurz gucken. Ärgern Buckelstadt, check. Dieberei Umfug, check. Eiserne Kluft. Das könnten wir nochmal angehen. Sturm auf Mithradras haben wir, check. Angriff beim Morgengrauen haben wir auch. Dann haben wir Gefecht am Amazul. Da waren wir definitiv schon einmal drin, das weiß ich. Die Belagerung von Gondamon haben wir auch. Die Bruinfurt haben wir definitiv noch nicht und das Tänzelnde Pony glaube ich auch nicht. Ich werde nochmal in meine Aufzeichnung gucken aus der Scharmützelwoche. Die liegt ja inzwischen schon 2-3 Monate zurück, wo ich die gemacht habe. Und dann suche ich mir nochmal die raus, die wir schon gemacht haben. Und dann werden wir halt nochmal eine zweite Scharmützelwoche einlegen mit den offenen. Wir haben ja insgesamt 9 Scharmützel und ich weiß, dass wir 5 davon gemacht haben. Das heißt, wir haben noch 4 offen. Das heißt, man könnte noch eine schöne kleine Auszeit in der Hinsicht hinnehmen, auch mal wieder ein paar Scharmützel machen. Und die Jungs haben uns gerade wieder ganz schön das Inventar vollgemüllt. Aber das ist schon wieder was anderes. So. Wir sprechen wieder mit Celondrim. Mit Kalanglas. Wie komme ich jetzt auf Celondrim? Na egal. Was kann ich für euch tun? Seid gegrüßt. Gut, wir haben dann noch Mobrambor, eine weitere Instanz. Ist wieder eine Solo-Aufgabe. Dementsprechend wollen wir mal diese Aufgabe angehen. Es ist soweit. Vor Wut über Mordrambors gemeinen Verrat an Lerdan ist der Waldläufer Kalenglad entschlossen, den schwarzen Numenora zu stellen, um zu erfahren, wo sich der Ring von Amarthil befindet. Wie kann ich euch zu Diensten sein? Gut, Mobrambor, los geht's.
Dies war übrigens auch eine der Instanzenaufgaben zu den 10 Jahren, die man absolvieren musste. Das nur mal vorweg wissen. So ergeht es allen, die sich der Macht Angmars widersetzen. Freundchen, ich hatte gehofft, dass du meinen Triumph miterlebst. Wir werden uns wiedersehen, und dann ist deine letzte Stunde gekommen. Naja, das dazu. Jetzt ist auch unser Gefangener auch noch abgehauen. Drei tote Waldläufer. Ich grüße euch. Na schön, eine Sache. Drei tote Waldläufer durch einen Ausbruch. Also das hätte man eigentlich verhindern müssen. Seid gegrüßt. Was kann ich für euch tun? So, als nächstes müssen wir für die Hügelgräber der Gefallenen vorbereiten. Dafür brauchen wir 8 Stadtsteine. Das sollten wir auch noch schaffen. Wir reiten eben wieder hoch nach Tinodir selbst rein. Und dann werden wir mal schauen, dass wir diese Steine für unsere gefallenen Brüder und Schwestern zusammensuchen. Was benötigt Denn in gewisser Weise, wir sind zwar ein freier Held Mittelerdes, aber wir gehören auch ein bisschen aufgrund unseres Ansehensrufs mit zu den Waldläufern von Esteldin, beziehungsweise von Tinodir. So, und an dieser an sich aus eigentlich traurigen Aufgabe werden wir für heute unser LP auch beenden, denn wir sind schon wieder am Ende unserer Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir doch einen Daumen-Kommentar da, schreibt mir in die Kommentare, was ihr von der Handlung der Geschichte jetzt gerade so haltet. Und ja, wir sehen uns dann am Dienstagabend wieder. Bis denn, tschüss!